Also, mein Name ist Mr. Beam, ich bin Zahnarzt und heute haben wir einen sehr besonderen Patienten. Warte, erstmal zeigen wir meinen Sohn, das Praktikum. Wie hässlich. Okay, und dann kommt Peter zu uns und ich bringe ihm was bei, damit du die Zähne guckst. Guten Tag, Peter. Guten Tag. Okay, das sind meine Schutzbrille. Jetzt hier für die anderen, damit kein Spuk auf mich kommt. Weihnachten, ich fette dich. Ja. Ich pupsen. Okay, lass das Ding singen, damit deine Lippen betäuben. Auch deine Ohren, damit er nicht hört, was ich zu ihm sage. Wenn er später mal aushastet. Ja, das ist unser Lippen. Und natürlich an den Ohren. Ich muss dann so. Alles klar, Peter? Jetzt zeig mal, warte, erstmal das Spülwasser. Nein! Testwasser. Okay. Was ist das überhaupt? Sagst du deinem Patienten, der weiß es doch nicht. Diese Dingsterbumster sind Sachen, damit er die Sachen, die Dingsterzähne betäuben. Ja, das ist sehr wichtig, damit er die rausreißen kann. Was? Ja, das ist alles. Was hast du? Du hast die Dinger auf deinem Kopf, du musst schlafen. Was? Dummkopf. Wow, was passiert, Mann? Du hast doch eine, haha! Wie ist das denn? Wieso? Los, jetzt bekommst du das giftige Spülwasser, damit du... Damit du alle Zähne raus. Okay. Los, trinke. No, ich bin ekelig. Ja. Ich bin bereit! Ich geh jetzt nach Hause! Nein, du gehst raus, Junge! Mein Name ist Mr. Wien. Ich bin Sana. Und das ist mein Sohn. Er hat Praktikum. Okay, jetzt haben wir einen sehr besonderen Patienten. Jetzt schwimmen Zähne. Ja, das ist Peter Lang. Okay. Warte. Komm her, mein Dünchen. Okay, zeig mal deine Zähnchen. Warte. Geh mal zurück. Wieso machst du das? Also, diese Klammern hier.